Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge LS22 PS5 hier auf Oblong. Ja, Weizen ist verladen. Er fährt jetzt zum Bahnsilo. Dann muss er noch den letzten Hänger Weizen holen. Und wenn unser anderer Trecker hier ist, dann können wir noch den mit was anderem losschicken. Halt hier so rum Job erstellen. Dahin hier zum Eingang. So rum und dann kann er los. Ja, wir können natürlich schon gucken, was wir schon mal noch verkaufen. Und zwar werden wir heute auch schon mal verkaufen das Silo, wo wir den... Achso, wir könnten natürlich auch gleich mal hier noch die Produktion hier leer machen, oder? Ach nee, hier wird ja noch verarbeitet, ne? Ne, das müssen wir so lange lassen, bis Minimum... Der... Ne, misst es alle, oder? Ich sehe ihn ja nicht. Genau, misst es alle. Können wir alles das rausholen, was rauszuholen geht? Das wird eigentlich nur der Dünger sein. Der Kalk, weiß ich nicht. Können wir den Kalk überhaupt verkaufen? Mineraldünger können wir verkaufen. Mineraldünger ging zu verkaufen, bin ich der Meinung, oder? Genau, Mineraldünger... Können wir verkaufen am Container. Ne, ja, Multiproduktionsfabrik kommen wir her, also geht nur am Container. Und Kalk geht auch am Container. Also werden wir den noch dort verkaufen. Das könnte er eigentlich gleich machen. Ne, wir machen erstmal eine Zugladung fertig. Wir gucken mal, was er jetzt hier abtransportieren könnte. So, Weizen ist klar, Gerste 70, ach ne, Gerste 70.000, ich dachte, die war weg. Ah, nur ein Hafer verwechselt wahrscheinlich. Raps 53 kriege ich auch nicht alles hier rein, oder? Dann nimmt er die Gerste mit hier. Den Weizen und die Gerste kriegt man natürlich alles in ein... Jeweils in einen Waggon, Weizen. Oh ne, das wird knapp, ne? Weizen ist ja Marison der beste Preis mit 1300. Und genauso sieht es ja bei der Gerste aus, dass da der beste Preis genauso Marison ist mit 1200. Hafer haben wir keinen mehr. Raps auch mit 2,1. Und genauso Sorghumhirse. Deutlicher Abstand mit 1,8. Wir werden den Zug zweimal mieten müssen. Wir können ja plus 52.000 Liter einladen. Raps waren ja 53.000 Liter drin. Ne? Da müssen wir auch zweimal fahren. Das ist ein bisschen, naja. Beziehungsweise wird er Weizen fahren. Der Gerste fahren. Der andere holt sich nochmal eine Ladung Weizen. Dann ist die raus. Dann könnte der andere zweimal fahren mit Raps. So, hier wieder zurück.
Der Anker kommt auch dort unten. Derzeit haben wir den eingeladen. Ist jetzt hin wie her. Was er nimmt, das spielt keine Rolle. Helfer einfach raus. Gemischt können wir ja nicht aufladen, das geht ja nicht. Quatsch, den fahren wir selber. Mal schauen, ob wir noch einholen. Da vorne fährt er erst. Klar, wir können nur das Feld abkürzen, ne? Werden wir aber nicht tun. Das ist auch ein bisschen... Ich meine, wir hatten schon mal geguckt, bei der Palettenware, die konnten wir ja auch bei Marison abliefern hier, ne? Der eiert ganz schön rum. War ja dann wie Schüttgut und das konnten wir dann ja auch verladen. Ne? So, ja, kann schon mal zurück. Jetzt habe ich ihn selber gestoppt. Das war eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Es war einmal zu viel gedrückt. Thank you.
So, wie gesagt, er wird jetzt zweimal Raps fahren und dann könnte man eigentlich schon mal einen Zug rufen. Dass wir wenigstens heute hier noch eine Zugtour zusammenkriegen. Damit nochmal richtig Geld aufs Konto kommt, ne? Weil das ist einiges, ne? Was dann ja mit einmal verkauft wird, ne? So, hier Eingang. Ziel nicht erreichbar, das wird doch Quatsch. Habe ich jetzt so schlecht geklickt? Okay, lach wahrscheinlich an mir. Dass ich nicht ganz mittig war, das hatte ich schon gesehen. Ich sollte vorher anhalten. So, dann dürfte ja unser Silo hier leer sein, wenn er dann die zweite Tour Raps geholt hat. Dann gucken wir gleich nochmal durch. Ah, passen wir noch vorbei, ja. So, ihn schickt man trotzdem zum Hof zurück. Weil dann kann er was anderes fahren oder irgendwas erledigen wir dann schon. Den schicken wir hier hin. Den anderen nehmen wir mit. So, jetzt noch einmal Silo durchgucken, ob wir auch wirklich alles raus haben. Ach nee, Mais ist noch drin, auch 55.000, muss eigentlich auch er fahren. Raps ist klar. Naja, gut, dann muss er noch den Mais dann holen.
Wo wären wir den meist am günstigsten los oder wo kriegen wir das meiste Geld? Ich vermute mal auch Marison, ja, 1,6. Gut. Da hätten wir dann noch Sorghum und Mais, was wir dann in der zweiten Tour fahren müssen, um zu. Ja, ein dritter Fill-Type oder eine dritte Sache, die wir kaufen können, die wird sich bestimmt bei den Paletten irgendwo finden. Wir fahren gleich selber. Und dann werden wir noch den Zug rufen. Und dann werden wir noch eine Tour machen, Leute, mit dem Zug. Da müssen wir noch verladen. Und da hätten wir ihn mit dem Helfer hinschicken sollen und schon mal runterspringen, den Zug rufen. Wir fahren hin. Ja, mal auf den Knopf drücken, dass der kommt. 2,7 sehen wir irgendwo. Ne. Er müsste ja dann von hier hinten kommen. Das hat man doch schon mal. Und irgendwann ist er dann hier oben rausgekommen, ne? So, schicken wir ihn hier mal noch zum Hof zurück. Wahrscheinlich stört es sich hier an den Silos, ne? Habe ich so den Eindruck. Weil hier, das sollte eigentlich erstmal nicht von Bedeutung sein, dass es ein bisschen. Naja. So, was ist denn hier los mit der, hier, der Deutschen Reichseisenbahn? 7,8 Kilometer. Jetzt ist er hier oben rausgekommen, oder? Ne, jetzt kommt er plötzlich dort. Gut, wie gesagt, das verladen wir heute noch, auch wenn es jetzt hier eine Minute länger wird. So. In welchen Anhänger kriegt man was rein? Ne? Das weiß ich nämlich nicht. Welches ist denn der größte? Der hinterste bestimmt, ne? Machen wir mal hier Gerste rein. Wenn wir den Weizen nicht alles wegkriegen, dann müssen wir natürlich gleich dann noch mal fahren, aber nicht mehr heute. Ja, die Gerste hat gepasst. Hier machen wir einen Raps rein. Ich denke mal 100.000 hätten wir in den ersten Waggon bekommen, dann kriegt man hinten nicht alles rein.
Waggons haben wir denn jetzt noch dran? 1, 2, 3. Vier. Ach, der doch hinten, der hat doch zwei Kammern, ne? Füllung starten, geht schon. Weizen. Weiß nicht, ob man das kennt, aber ich glaube, erkennt auch, ich glaube, hinten, der hatte zwei Kammern. Also erstmal zu 100% voll. 90.000 kriegen wir bloß rein. Klar, Befüllung starten, hier geht nicht. Ne, da kriege ich nichts mehr rein. Gut, dann hier retour. Ja, ich möchte alles verkaufen. 329.000. 93 noch für die Mietkosten. Plus die 1.000 natürlich, die wir bezahlt haben fürs Rufen. Ne? Ja, haben wir jetzt 843.000 auf dem Konto. Und ja, dann werden wir ja morgen nochmal entsprechend Ware verladen. Ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten. Dann machen wir morgen hier 10 Uhr weiter. Bis dahin und tschüss.